Heute Abend gibt es Braten. Was? In der letzten Folge war es noch König der Löwen und jetzt zerstört ihr mir diese Kindheitserinnerung. Jetzt reicht es endgültig, Leute, da bin ich raus. Ich lass mich nicht verarschen, ich bin jetzt raus zu fix. Kein Bock mehr, mir reicht es endgültig, ich bin jetzt raus, ich bin weg. Tschüss. Ja! Okay. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ja, du hast es wieder geschafft. Du bist auf dem allergeilsten Internetformat auf ganz YouTube gelandet. Feierst du das Format auch so sehr, dann gib jetzt einen Daumen nach oben. Und abonnier den Kanal, das steigert deine Fruchtbarkeit. Es geht wieder los, Leute. Heute schauen wir uns die verrücktesten Videos aus aller Welt an. Und du kannst mir glauben, wenn ich sage verrückt, meine ich eigentlich komplett irre. Naja, sagen wir mal so, wenigstens war das Sonic gut reineditiert, oder? Wie siehst du das? War schon geil, oder? Ja, natürlich. Doch bevor es gleich losgeht, passt mal auf, Leute. Ich freue mich voll, dass ich dieses Spiel vorstellen darf, weil es ist wirklich ziemlich gut. Das heutige Video ist gesponsert von Summoner's War. Summoner's War ist ein sehr erfolgreiches RPG, das mittlerweile über 100 Millionen Mal runtergeladen wurde. Und mehr als 1 Million Spieler gehen dort täglich online. Im Spiel hast du die Auswahl von bis zu 120 verschiedenen Kreaturen, mit denen du kämpfen kannst. Was wirklich super viel ist, weil ich meine... Moment. Zombie, bist du das? Ich war's nicht. Egal, ob du für PvE oder PvP bist, für beide Seiten ist viel geboten und durch die zahlreichen Bosse bleibt das Spiel spannend. Zusätzlich beginnt nun zum dritten Mal die World Arena Championships. Am 26. Oktober um 14 Uhr zieht es 1500 Zuschauer nach Paris, denn dort kämpfen die Besten der Besten um ein Preisgeld von 100.000 Dollar. Dieses Event wird dann auch in 7 Sprachen online gestreamt. Falls euch also interessiert, welcher Spieler das Preisgeld abräumt, gerne ansehen. Ladet euch jetzt das Game runter, Link ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr bekommt dann durch ein Ingame-Event ein spezielles Monster. Dann kann man ja gleich gut in das Spiel reinstarten. Okidoki. Ich bedanke mich, dass ich das Spiel vorstellen durfte. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die Folge. Ihr habt mir über 900 Videovorschläge reingeballert und ich habe die 10 besten rausgesucht und die schauen wir uns nun an. Somit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Folge von CEO und das Internet. Los geht's. Yahoo! Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und CEO schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird eine Gaudi, sag ich euch. CEO und das Internet. Das bin ich. Wir beginnen mit einem Video, bei dem ich beim ersten Mal schauen richtig lachen musste. Mal schauen, ob es bei euch auch so ist. Warum finde ich das so witzig? Das ist halt so saudämlich, aber halt irgendwie mein Humor. Kommen wir aber lieber schnell zum nächsten Video. 11 von 10 Punkten für Technik. Eddie Gordo, fight. Alter, was zum Geier macht denn der da? Glaubt der wirklich, er kann so den Kampf gewinnen? Oh, scheiße! Die Technik der wütenden Kobra, das ist doch unfair! Naja, egal. Als nächstes habe ich für euch einen lustigen Spruch, den ihr gerne mal bei eurer Mutter ausprobieren könnt. Comedy Level over 9 Trillionen. Mama, riechst du das auch? Nee, was denn? Ich auch nicht. Fang an zu kochen. Oh, Alter! Also, wie gesagt, versucht's gerne mal, aber ich glaube, den Joke macht ihr nur einmal. So sieht's aus, wenn Betrunkene bowlen gehen. Okay, was kommt jetzt? Was hab ich mir denn da angesehen? Erst fällt der eine fast hin, dann bekommt der andere einen Arschtritt, dann postet der erste so komisch rum, es kommt fast zu einer Klopperei. Und dann das? Darf ich bei diesem Bowlingabend mal mitmachen? Leute, ich mach jetzt einen Strike, juhu! Wow! Hey, war das gerade so politische Einstellung? Nee, das oh, oh nein, Simon! Doch nun wird's Zeit für den Kanal der Folge. Ihr habt mir unter CEO, schau dir mal bitte meinen Kanal an, @gmail.com eure Videos zugesendet. Und dieses Mal möchte ich euch Ginger vorstellen. Sie ist eine talentierte Zeichnerin mit einer sehr coolen Stimme. Dachte all die Zeit nur an dich. Ich und frag mich, was steh ich durch die Ferne, was falsch? Und sie sorgt natürlich für den ein oder anderen Lacher in ihren FAQ-Videos. Wird es jemals ein FAQ geben, wo es diese Frage nicht gibt? Und zuletzt ist sie auch sehr viel auf Twitch unterwegs und streamt da alles Mögliche. Zwar hat sie schon fast 20.000 Abonnenten, aber ich würde sagen, da geht noch mehr. Also falls ihr Bock habt, Link zu ihrem Kanal ist in der Videobeschreibung. Lasst aber auf alle Fälle mal schöne Grüße von mir da. Ich bin mir sicher, sie freut sich tierisch. CEO! Ja? Wie wär's jetzt mit dem Domtendo der Folge? Hey, das ist echt eine gute Idee. Film ab. Einer der besten Dommy-Fails ever. What? Scheiße. Komm hoch, Digga! Ja, der andere Assi. Ich lebe immer noch. Aber ich krieg die Starcoin nicht mehr.
Oh, lol. Und den Pixel Luigi kann ich auch nicht zeigen. Oh, was? Das zählt noch? Domtendo, immer wieder geil. Aber ist das nicht immer so bei Mario? Man verreckt immer an den kleinen Dingen, weil diese unterschätzt man einfach. Kommen wir jetzt zum nächsten Video. Herr der Ringe, mal ganz anders. Na gut, dann zerstören wir jetzt auch noch diesen Klassiker. Okay, das war jetzt wirklich witzig. Genauso wie, es hat mich so weggefetzt. Alter! Aber Moment mal, hat das Herrchen dem Hund das beigebracht, nur um ein lustiges Video zu drehen? Man könnte doch eigentlich viel sinnvollere Dinge beibringen. Bello, hol mir ein Bier! Tifix, das ist alkoholfrei! Sonic, klatschen weg! Ja. Doch kommen wir nun zur letzten Rubrik in diesem Video, nämlich Musik. Wer kommt auf sowas? Geil, oder? Da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen: Fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker! Und schreibt mir weitere Videovorschläge in die Kommentare. Gerne auch mit Zeitangabe, denn ich kann nur kurze Stellen zeigen und mit einem kleinen Text zum Vorlesen. Juhu! Ich werde heute im Stream mein Buch Psycho Killers vorlesen. Ich werde einfach nochmal schauen, ob ich Rechtschreibfehler finde. Also, falls du da gut bist mit Grammatik und so, dann kannst du mir gerne helfen. Hast du also Lust auf eine Lesestunde mit Professor Zeo, dann schau gerne rein. Link ist in den Kommentaren angepinnt. Ich wünsche dir eine arschgeile Woche, stress dich nicht zu sehr und verliere niemals dein Lächeln. Genau. Dein Zeo. Zeo und das Internet. Das bin ich.